Grüß Gott und willkommen, liebe Zuschauer, zu unserem Magazin Weitblick. 7 Jahrzehnte wurde das kirchliche Leben in der Sowjetunion brutal unterdrückt. 1991 endete die Herrschaft der Kommunisten, die Sowjetunion wurde aufgelöst. Seither kann sich der christliche Glaube in Russland wieder entfalten. Über das kirchliche Leben im südwestlichen Russland, in der Diözese des Heiligen Clemens in Saratow, möchte ich heute sprechen mit dem katholischen Bischof dieses Bistums, Clemens Pickel. Herzlich willkommen bei uns im Studio, Herr Bischof Pickel. Danke sehr. Herr Bischof Pickel, Sie selbst stammen aus Sachsen, aus Kolditz. Dort sind Sie geboren, das ist in der Nähe von Leipzig. Wie kam es denn überhaupt dazu, dass Sie als deutscher Priester nach Russland gegangen sind? Um es ganz kurz zu sagen, es kam durch eine Bekanntschaft mit einer Großmutter, die nach Deutschland zu Besuch kam und gefragt hat, gibt es denn den Heiligen Vater noch? Das war für uns damals Seminaristen im Vorseminar so beeindruckend, dass Menschen also so weit weg waren von der Realität, dass die Grenze so zu war, dass die nichts mehr wussten, dass eine Brieffreundschaft anfing und aus der Brieffreundschaft wurden Besuche und aus den Besuchen wurde die Bitte an den Bischof, darf ich da hingehen? Und er hat eingewilligt. Mit welchen Erwartungen sind Sie damals nach Russland gegangen? Damals war es noch die Sowjetunion, glaube ich, ja? Ja, Sowjetunion. Mit welchen Erwartungen, das ist vielleicht eine typisch deutsche Frage. Ich bin dorthin gegangen, weil dort Leute gewartet haben. Die haben Priester gebraucht und ich war Priester. Also warum sollte ich nicht gehen? Was haben Sie dann dort erlebt? Das Christentum, die Kirche ist ja 7 Jahrzehnte massiv unterdrückt worden. Die Kommunisten hatten eigentlich vor, die Kirche mit Stumpf und Stiel auszurotten, weil sie in deren ideologisches Weltbild nicht hineinpasste. Welche Reste der Kirche haben Sie dort noch vorgefunden? Es gab keine Strukturen mehr. Das können wir uns hier in Deutschland nicht vorstellen, denke ich. Also nicht nur keine Bistümer, keine Pfarreien. Es gab keine christliche Literatur. Es gab keinen Priester, der irgendwo Eucharistie gefeiert hätte. Die Leute wollten gern zur Beichte, zur Kommunion, wollten gern getraut sein vom Priester. Es ging nicht. Es war niemand da. Über Jahrzehnte war niemand mehr da. Und trotzdem haben die Leute weiter gebetet, gehofft, dass eines Tages wieder jemand kommt. Und wenn niemand mehr kommt, dann praktisch doch verstanden, Kirche ist noch viel mehr. Ihr seid Tempel des Heiligen Geistes, ne? Von der Taufe an. Und taufen kann jede Großmutter. So hat Kirche praktisch überlebt. Eine großartige Sache, die ich da erlebt habe. Russland ist nun ein orthodoxes Land. Sie aber sind katholischer Priester, katholischer Bischof. Wo findet man in Russland Katholiken? Es ist eine Schablone, wenn man sagt, Russland ist orthodox. Dann müsste man sagen, Deutschland ist katholisch-evangelisch. Von der Geschichte her, von der Tradition her und vielleicht auch von Taufstatistiken her wird es stimmen. Aber praktisch ist Russland wie viele andere Länder in der Welt ein Land, in dem die Menschen ohne Glaube zurechtkommen, leider. Und die Kirchen, die orthodoxe Kirche, genauso wie wir als kleine katholische Kirche, sind heute praktisch berufen, den Glauben neu einzupflanzen in die Herzen der Leute, da wo oft nur noch Asche geblieben ist von dem, was die Vorfahren als Schatz bewahrt hatten. Und das soll heute unser Thema sein, wie das gehen kann, den Glauben von neuem einzupflanzen in einem Land, das so sehr unter einem atheistischen Regime gelitten hat. Die erste Frage stellt sich, wie finden Sie die Menschen, die vielleicht noch ein vages Interesse an Gott haben? Wie finden Sie vor allen Dingen auch die Katholiken, die eine sehr kleine Minderheit in Russland darstellen? Ich bin ja inzwischen fast 25 Jahre dort. Also wie habe ich die Leute gefunden vor 25 Jahren? Ich habe mich ins Auto gesetzt und bin losgefahren von Ort zu Ort und habe gesucht. Beziehungsweise es gab schon einen Zettel mit Adressen. Ich habe den Leuten ein Telegramm geschickt, an dem und dem Tag komme ich. Und komme ich, das heißt, der Priester kommt zur Beichte und zur Messe. Die Leute haben von früh an da gesessen, haben ihre Verwandten und Bekannten versammelt, von weit her zusammengerufen. Das war eine Strecke von 3000 Kilometern, die ich dann abgefahren bin, innerhalb von 10 Tagen. Die Leute haben gewartet und ich konnte nicht schreiben, früh, 9:30 bin ich da. Die haben also von früh an gesessen und Rosenkranz gebetet. Und wenn ich abends um 5, um 6, um 7 kam, dann saßen die Leute noch da und haben in der Wohnung gewartet, dass ich komme. Und dann habe ich denen, die praktisch dafür vorbereitet waren, die Sakramente gespendet. Andere hatten ihren Religionsunterricht, ihre Vorbereitung auf die Trauung. Und dann haben wir bei den Leuten übernachtet. Am nächsten Morgen war nochmal Heilige Messe, damit die Leute wenigstens zweimal im Jahr die Möglichkeit hatten, zur Messe zu gehen. Denn ein zweites Mal im Jahr konnte ich nicht kommen. Es gab zu viele solche
Außenstationen und ich war damals allein. Wir hatten und haben bis heute also so gut wie keinen Zugang zum Fernsehen oder zu den anderen Medien. Das heißt, es ist schwer, Leute zu suchen, zu finden. Manchmal kommt es vor, dass nicht so gute Sachen über die katholische Kirche erzählt werden im Fernsehen. Und selbst dadurch finden Leute dann zur Kirche und sagen, wir haben doch gar nicht gewusst, dass es uns wieder gibt. Also es ist ein Prozess, der immer noch im Gange ist und schwierig ist. Also systematisch funktioniert es nicht. Es geht über andere, über Weitersagen und so weiter. Was haben denn die Menschen am meisten erwartet? Sie haben gerade schon ein paar Dinge aufgezählt. Sie haben Sakramente gespendet, Sie haben Beichte gehört und so weiter und so weiter. Waren es die Sakramente, die im Vordergrund standen, oder waren es manchmal auch seelische Nöte, dass man endlich mal mit einem Seelsorger sprechen konnte? Bei den älteren Leuten und den Enkelkindern, die von denen erzogen waren, war es wirklich der Priester und die Sakramente, die erwartet wurden. Aber mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion kam viel materielle Not dazu. Vorher war vieles subventioniert und abgesichert. Die Kinder sind alle zur Schule gegangen. Die Leute haben regelmäßig ihr Gehalt bekommen und es hat gereicht, um Brot zu kaufen und solche Sachen. Später war das nicht mehr so. Also Anfang der 90er Jahre kam eine große wirtschaftliche Krise. Und das heißt natürlich, dass die Kirche auch angefragt war im Sinne von humanitärer Hilfe. Und wir konnten verschiedene Transporte besorgen. Wir haben Linsen, Zucker, Mehl und alle solche Sachen in großen LKWs nach Russland gebracht. Später wurde das schwieriger durch neue Zollgesetze, aber auch durch Vorwürfe, dass wir also mit solchen Sachen die Leute fangen, so wie der Rattenfänger von Hameln, so sammeln die Katholiken mit humanitärer Hilfe und vergrößern ihre Gemeinden. Die Aber Sachen sind inzwischen vom Tisch. Aber es gibt bis heute große materielle Not, besonders in ländlichen Gegenden. Und das heißt, der pastorale Bereich ist ein Bereich, der sehr wichtig ist und der mir selber sehr wichtig ist. Aber den sozialen können wir nicht ausklammern. Das ist viel Not. gerade diese Nächstenliebe, christliche Nächstenliebe, gehört mit zum Kernbestand des Evangeliums. Diese Menschen wissen oft nicht viel von Gott, so würde ich vermuten. Ist denn nicht gerade auch die christliche Caritas ein Weg, etwas über Gott zu lernen? Natürlich ist es ein Weg und Caritas gehört zur Kirche dazu, egal ob ich es nun wirklich Caritas oder so ähnlich nenne. Caritas ist Liebe, ne? Nächstenliebe, Liebe zum Armen. Und wir werden es nie ausklammern. Im Gegenteil, Caritas ist ein wichtiger Bereich unserer kleinen Struktur. Wir haben ein Diözesan-Caritas-Büro und kleine Strukturen vor Ort, weil es ganz ohne Struktur nicht geht. Aber noch wichtiger ist, dass jeder Katholik versteht, Caritas bin auch ich. Ich kann nicht katholisch sein, ohne den Nächsten zu lieben. Und es ist so, dass also Leute in Not, die vielleicht nichts von Kirche gehört haben und eigentlich auch nichts Geistliches suchen, dass die aus karitativen Motiven zur Kirche kommen, helft mir. Ich kenne zum Beispiel eine Frau, die hat eins, zwei, drei, vier Kinder und die kommt seit fast 20 Jahren zur Kirche. Und die sagt heute vor allen Leuten, schämt sie sich nicht, das zu bekennen. Die sagt, ich bin zum ersten Mal zur Kirche gekommen, weil ich wusste, dort teilen sie Schokolade aus. Ich wollte meinen Kindern einmal zeigen, was Schokolade ist. Aber das war praktisch der Aufhänger. Und dann hat sie gesehen, dass wir eigentlich noch was anderes machen als humanitäre Hilfe verteilen. Und das hat sie in der Seele angesprochen. Und die Frau ist praktisch heute eine, die eine Gebetsgruppe in einer unserer Gemeinden leitet. Gute Frau, die wirklich das nicht gespielt macht, sondern wirklich aus Überzeugung, wirklich eine Frau, die zum Glauben gekommen ist. Haben Sie auch Menschen erlebt, die auf der Suche nach Wahrheit waren? Menschen, die ja im kommunistischen System über Jahrzehnte hinweg betrogen und belogen worden sind? Es gibt viele solche Leute und nicht alle können wir erreichen. Es hängt viel davon ab, was dem Seelsorger besonders liegt. Also, wie viel? 43 meiner 47 katholischen Priester im Bistum sind Ausländer. Jeder hat eine andere Mentalität, eine andere Vorbildung. Es gibt Seelsorger, die arbeiten gern mit Akademikern und die finden natürlich sofort diesen ganzen großen Bereich von suchenden Leuten, die sich als Betrogene fühlen. Die ärmeren Leute spüren das nicht so sehr, ne? Dass damals so ein System war und heute ein anderes. Die haben ganz andere Nöte.
Also manche Menschen finden über die christliche Nächstenliebe zur Kirche, andere sind auf der Suche nach der Wahrheit und finden sie in der Kirche. Wir Christen haben aber auch unsere Heilige Schrift, die Bibel. Welche Rolle spielt die Bibel in der Glaubensverkündigung bei Ihnen, wenn Sie versuchen, den Glauben neu einzupflanzen? Also für die, die verantwortlich sind für die Verkündigung, muss die Bibel natürlich eine fundamentale Rolle spielen. Der Papst Franziskus hat es neulich auch unterstrichen, als er über das Predigen gesprochen hat. Für die Leute selber ist die Bibel einerseits eine bekannte Sache, aber die kennen das vom Fernsehen her, von Trickfilmen her. Also die ganze Bibel gibt es ja irgendwo als Serie. Aber vom persönlichen Bibellesen her kennen die Leute die Heilige Schrift nicht. Das heißt, der erste wirkliche, also eher lebendige Kontakt mit Bibel, wenn wir Bibel als Evangelium, als Christus verstehen, Gegenwart Christi in der Heiligen Schrift, der erste so lebendige Kontakt für die Leute mit der Heiligen Schrift kommt zustande in der Liturgie, denke ich. Durch das Stehen beim Evangelium, es ist ein Zeichen der Ehrfurcht. Durch die Auslegung des Priesters in der Predigt und dann natürlich durch Schriftkreise. Da öffnet sich den Leuten ein Horizont, an den sie oft gar nicht gedacht hätten. Es gibt mehrere Pfarrgemeinden bei uns im Bistum, in denen die Pfarrer in der Woche, Dienstag, Mittwoch, mit ihren Leuten zusammen das Evangelium vom kommenden Sonntag lesen. Das ist für die Pfarrer praktisch auch gleich ein guter Einstieg in die Predigtvorbereitung, damit sie wissen, wie die Leute das hören, was da gelesen wird. Und für die Leute ist es praktisch schon die erste Begegnung mit dem Sonntagsevangelium. Haben viele Katholiken eine Bibel daheim, in der sie dann auch privat vielleicht beten, lesen? Ich denke, heutzutage haben die meisten Leute in Russland eine Bibel zu Hause stehen, die meisten Christen meine ich. Es gibt auch andere, Moslems und andere Religionsgemeinschaften, Buddhisten und Juden. Die Leute haben eine Bibel zu Hause, aber ich vermute, die lesen wenig. Und das kommt daher, das ist eine Erfahrung, die man hier genauso machen kann. Die fangen natürlich vorne an zu lesen und bleiben irgendwo stecken, sagen, das kapiere ich nicht oder was ist denn das für ein Zeug? Wenn niemand hilft oder sagt, also fang mal an mit dem Lukas-Evangelium und später die anderen Sachen. Wenn niemand so den Einstieg gibt oder wenn die Leute praktisch nie beim Schriftkreis dabei waren, dann ist es schwer, Bibel zu lesen, denke ich. Das ist normal. Ja, in der Tat, die Bibel ist ein sehr dickes Buch und es gibt komplizierte Texte, wenn wir an die Briefe des Apostels Paulus denken und an manche Texte im Alten Testament. Also Sie sprechen konkrete Empfehlungen aus, womit die Menschen vielleicht anfangen könnten, die Bibel zu lesen. Ich empfehle wirklich, die Bibel zu Hause zu lesen und in jeder dritten Predigt kommt die Empfehlung. Aber ich bin mir sicher, dass das hilft nicht so intensiv, wie ich es gerne hätte. Ein anderes sicherlich sehr wichtiges Thema ist das Beten. Eine Religion, ein religiöser Glaube kann nur lebendig sein, wenn er auch vom Gebet geprägt ist. Auf der anderen Seite gibt es immer wieder auch Fehlformen des Betens. Schon Jesus hat darauf hingewiesen, zum Beispiel, dass man sich nicht öffentlich zur Schau stellen soll, wenn man beten soll. Man soll nicht plappern wie die Heiden, wie er das formuliert hat. Wie helfen Sie den Menschen, den Weg zum Gebet zu finden? Ich fange an mit einer Fehlform, der ich oft begegne in Russland. Die Leute kommen, wenn sie in Not sind. Also ein Kind hat eine bestimmte Krankheit oder irgendeine Not. Und die Leute kommen und fragen, was muss ich denn da beten? Also die suchen das passende Gebet, was man lesen muss, um praktisch diese Not zu besiegen. Und dann erkläre ich den Leuten, dass das nicht so automatisch geht und dass es nicht am Text liegt, sondern am Herzen. Und da bin ich praktisch auch beim Hauptthema meiner Verkündigung. Ich habe das selber am Anfang nicht bemerkt, also ich habe es nicht systematisch gemacht. Aber wenn ich jetzt zurückblicke und in Zukunft praktisch auch weiter plane, dann sehe ich mein Hauptanliegen in der Pastoral, in der Mission, wenn Sie so wollen. Mein Hauptanliegen ist praktisch, den Leuten wirklich beten zu lernen und mit den Leuten zu beten. Wenn jemand beten kann, das heißt, wenn jemand, und jetzt fasse ich zusammen, was ich unter Beten verstehe, wenn jemand mit Gott per Du ist, dann ist er Christ geworden, dann ist er gläubig. Wenn er also versteht, es geht einfach so. Ich muss nicht irgendwelche Höflichkeitsformen einhalten, ich begegne aber jemandem, das heißt also, ich werde mich nicht dahin fläzen und mich mal auskotzen, sondern wenn da eine Beziehung da ist, dann,
dann sind die Leute dort, wo ich sage, jetzt haben wir es. Jetzt sind wir Kirche. Wenn Sie sagen, ich muss per Du sein mit Gott, dann drückt das eine gewisse Vertrautheit aus. Im menschlichen Gespräch ist es so, die Gespräche gelingen umso besser, je besser ich meinen Gesprächspartner kenne. Gilt das auch für die Gottesbeziehung, für das Beten? Natürlich, also Gott kennenlernen ist praktisch unsere Berufung bis ans Lebensende. Und wenn wir bei den Heiligen nachgucken, zum Beispiel bei der heiligen Teresa von Avila, die erklärt, dass praktisch diese Gottesbegegnung und Bekanntschaft mit Gott wächst, je mehr ich mich selber kennenlerne. Also dieses in sich gehen heißt praktisch auch Gott finden. Gott ist im Herzen des Menschen. Gott ist nicht irgendwo weit weg. Und das ist schon ein wichtiger Schritt, der von vielen noch nicht gemacht ist, obwohl sie sich Christen nennen und schon längst für Kirche halten. Und um welchen Inhalt sollte es in solchen Gesprächen gehen? Was empfehlen Sie Ihren Gläubigen? Alles, würde ich sagen. Also wie ein Kind praktisch mit seinen Eltern. Was du möchtest, passt rein ins Gebet. Ich weiß, dass oft das Bitten im Vordergrund steht. Ne? Und so fängt es oft an bei den Leuten. Ne? Wenn sie Gott suchen, dann suchen sie, weil sie was brauchen. Lieber Gott. Und deswegen falten Kinder die Hände so. Ne? Vom Betteln her kommt das irgendwie. Ne? Bitte. Aber wir lernen natürlich dann mit den Leuten, dass das Danken dazugehört. Ich hätte es gern noch viel weiter gesehen. Das ist wirklich der einfache Umgang. Also selbst guck dir das mal an. Es kann ein Gebet sein. Einerseits, wenn wir sagen, Gebet ist Dialog oder Begegnung, dann haben wir so dieses Gegenüber vor Augen, ne? Also der eine und der andere. Aber Gebet kann auch gemeinsam in eine Richtung schauen sein. Und das ist praktisch der Alltag. Ich kann nicht den ganzen Tag, wenn ich zu tun habe, also mystisch tief in Gott sein und mich an Gott freuen und die anderen Sachen so nebenbei machen. Aber ich kann die Sache mit Gott angehen. Das ist der Sinn vom Morgengebet. Ne? Ich hake da nicht was ab, sondern ich gehe rein in den Tag mit Gott. Ich nehme ihn mit oder lass mich von ihm mitnehmen. Und guck mir die Sachen zusammen mit ihm an. Auch die Nöte, die Konflikte und so weiter. Wenn ich jemanden neben mir habe, den ich gern habe, also wenn der für mich nicht neutral ist, sondern jemand, den ich gern habe, dann benehme ich mich anders, ganz ungewollt. Nicht künstlich, sondern im Gegenteil, ich bin freier. Wenn wir zu zweit sind, dann ist es leichter. Und das ist auch so eine Richtung, in die Gebet führt oder bringt. Haben Sie auch liturgische Formen des Gebetes? Bieten Sie spezielle Andachten an in Ihren Pfarrgemeinden? Ich denke nicht, dass es irgendwelche spezielle Sachen sind. Es ist das Normalkatholische. Das, was unseren Leuten gut tut, ist Stille. Also zum Beispiel die Anbetung ist ein Gebet, was den Leuten, grob gesagt, sehr gefällt. Es gibt manche Priester, wo ich sagen würde, die's übertreiben. Also da ist schon die erste Anbetung, wenn du reinkommst in die Kirche vor der Messe, eine ganze Stunde Anbetung. Da steht die Monstranz am Altar und einer nach dem anderen kommt rein. Gefällt mir nicht ganz, dann muss ich mit den Priestern sprechen und fragen, warum. Andererseits ist es auch schwer, einfach einen Riegel davor zu schieben, denn die haben eine Antwort, wenn ich frage, warum. Und die Antworten sind nicht schlecht. Ich muss praktisch akzeptieren, dass die Priester aus Polen und aus Argentinien und aus Irland und aus Frankreich und aus Indonesien kommen. Da stecken natürlich verschiedene Zugänge dahinter. Und ich als Bischof bin der Erste, der katholisch sein muss. Also der nicht sagen kann, das passt nicht. Das geht also nur im Notfall so zu begrenzen. Bischof Pickel, ich möchte nochmal zurückkommen auf die gesellschaftlichen Herausforderungen, die heute in Russland existieren. Papst Benedikt hat mal gesagt, die Armen sind die ersten Adressaten des Evangeliums. Auch Papst Franziskus macht immer wieder darauf aufmerksam, auf den Dienst der Kirche für die Armen. Welche Bedeutung haben diese Worte der Päpste für Sie, für Ihre Arbeit in Russland? Also ich freue mich natürlich. Ich freue mich überhaupt, dass wir so gute Päpste haben in letzter Zeit. Die vorher kannte ich nicht so. Dass wir eine Kirche für die Armen sein müssen, kann ich nur also unterstreichen. Und ich muss mich schämen für jedes Mal, wo ich das vergesse oder praktisch
doch nicht ganz praktiziere. Als Bischof ist es materiell natürlich kein Problem zu überleben, im Gegenteil. Ich habe früher, als ich Pfarrer war, in einem kleinen Häuschen gewohnt, 47 Quadratmeter. Da hat noch eine Großmutter mit drin gewohnt, die für mich gekocht hat. Und es gab praktisch von draußen bis zu mir ins Wohnzimmer nur eine Türe. Jetzt wohne ich in einem Hochhaus. Das Hochhaus gehört nicht mir, also ich wohne da oben im 6. Stock. Aber wenn jetzt jemand zu mir kommen will, der muss durch 1, 2, 3, 4, 5 Türen, bis er bei mir ist. 6 Türen. Und das ist nur ein Bild dafür, also wie es praktisch schwieriger geworden ist, wie die Distanz größer geworden ist, obwohl ich immer wieder verstehe, dass die nicht groß sein soll. Ich versuche, nahe bei den Leuten zu sein. Ich versuche, wenn ich frei habe, Hausbesuche zu machen. Das ist eine Priorität für Seelsorger, denke ich. Also nicht nur die Leute zur Kirche zu rufen, sondern zu den Leuten zu gehen. Und ich versuche auch bei den armen Leuten zu sein, die Armen nicht zu vergessen. Deswegen schreibe ich Rundbriefe, ein Buch, ist, 2 Bücher sogar sind schon rausgekommen in meinem Namen, also mit meinen Texten. Und ich bin dankbar dafür, weil das praktisch eine Möglichkeit ist, auf die Armen aufmerksam zu machen. Und Sie haben eine Website, auf der Sie regelmäßig über Ereignisse in Ihrer Diözese Saratow berichten. Eine Website in deutscher Sprache, wo man also auch an Ihrem kirchlichen Leben teilnehmen kann. Welche Reaktionen haben Sie zu dieser Website bislang bekommen? Also es kommen von Zeit zu Zeit Briefe, Spenden, von denen wir abhängig sind, leider. Als kleine Kirche ist man immer abhängig von Hilfe von den Brüdern und Schwestern in anderen Ländern. Da sind wir also nicht eine Sonderrolle. Es kommt praktisch nur Positives, Gott sei Dank. Ich habe da keine Foren und so weiter, also wo Leute mal nachts, wenn sie schon nicht mehr ganz beisammen sind, dann noch schnell was hinschreiben. Es ist im Grunde, es ist dieser Blog, dieses Blog, muss man sagen, ist praktisch eine Methode, Leute dran zu halten. Es ist wichtig, dass Leute im Ausland, besonders hier in meiner ehemaligen Heimat in Deutschland, dass die von uns dort in Russland wissen. Denn ohne Kontakte, ohne Freundschaft hierher und ohne Unterstützung, geistlich und materiell, wäre es viel, viel schwerer für uns, Kirche in Russland zu sein. Eine letzte Frage noch, unsere Zeit ist leider schon rum. Ganz kurz nur beantworten. Kann man Sie auch besuchen in Ihrer Diözese? Ist das möglich, als Tourist oder vielleicht auch als Helfender? Man kann uns gerne besuchen. Also ich und viele andere freuen sich über interessierte Besucher. Aber als Tourist fahren sie besser in die Hotels, nicht zu uns. 7 Jahrzehnte lang wurde das kirchliche Leben in der Sowjetunion unterdrückt. Seit der Auflösung der Sowjetunion erlebt das Christentum in Russland eine Wiedergeburt. Menschen wie Sie, Herr Bischof Pickel, tragen maßgeblich dazu bei. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Schilderungen. Danke, dass Sie zu uns ins Studio gekommen sind. Und Gottes Segen für Ihre weitere Arbeit. Dankeschön. Das war Weitblick. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.